Willkommen zurück nach einer kleinen Unterbrechung. Ja, ich habe gerade vor 5 Minuten so richtig geflucht, weil nachdem wir am Teich, ich habe ja, die letzte Aufnahme war ja mit dem Teich, wo wir aufgehört haben, also wo ich unterbrochen wurde. Dann habe ich halt aufgenommen und die ganze Aufnahme ist im Arsch, weil ich keinen Speicherplatz hatte. Ja, das heißt, ich glaube, das waren so 2-3 Sequenzen, die nicht dabei sind in diesem Let's Play. Und das ist echt ärgerlich. Ich habe eine Stunde ungefähr aufgenommen und in dieser Stunde haben wir halt die Mission mit Koharu, ne, falls sich jemand erinnert. Also die Fuchselotin. Ich weiß nicht, ob ihr das noch in der letzten Aufnahme noch dabei ist. Und ja, die Quest haben wir beendet. Also, ne, sie ist wieder losgezogen. Sie hat ein Portal, also sie hat ihre Kraft wieder erlangt durch Runen, glaube ich. Und ja, dann hat sie ein Portal geöffnet und auf der anderen Seite hat sie ihren alten Freund wieder getroffen, also den wie heißt der nochmal? Der sie, bevor sie halt in dem Schneejade ja versiegelt wurde, wurde sie ja beschützt, ne, von ihrem Leibwächter. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Und ja, nachdem wir sie getroffen haben, hat sie auch ihre ganzen Erinnerungen wieder bekommen. Und dann ist sie mit dieser alten Frau losgezogen, um die Fuchseloten wieder, um das Dorf wieder aufzubauen. Und mit dem Versprechen, dass sie bald wieder zurückkehren wird, um uns zu unterstützen. Und ja, die Koharu war uns auch sehr, sehr sympathisch, ne? Sehr freundlich, hat uns immer beschützt und alles. Und ja, außerdem haben wir auch noch Dings gemacht, also mit Kitana, die Quest mit Kitana. Wir haben die Seelen, die untoten Seelen, die Askena beschützt haben, wieder, beziehungsweise, ja, das waren die Seelen, ne? Haben wir wieder geheilt, nachdem wir die Vergifteten, nachdem wir die Quelle des Gifts gefunden haben und einen neuen Trank hergestellt haben. Alice hat uns dabei geholfen. Und ja, auch sie hat sich danach verabschiedet mit dem Versprechen, dass auch sie uns unterstützen wird. Und das können wir auch hier sehen. Dass wir halt einfach, hier ist Kitana und da ist Koharu. Auch sie wird uns auf unserem Abenteuer bald begleiten. Hoffe ich mal. Wenn wir genug Bücher gesammelt haben. Dann haben wir, glaube ich, Nosteroth. Ich weiß nicht, ob das noch dabei war in der letzten Aufnahme. Haben wir auch bekämpft. Und Nikoma, was ein harter Kampf gewesen ist. Und das ärgert mich sowas, wenn das nicht mehr dabei ist. Und ja, dann haben wir noch ein paar tägliche Quests gemacht. Das ist halt nicht so wichtig, ne? Hat halt nichts mit der Story zu tun. Ja, und jetzt machen wir halt die täglichen Quests, nämlich hier Sylphie und da müssen wir halt nur Vitalgras sammeln und Streuen, Zombie-Streuen erledigen. Den Darius haben wir auch wieder getroffen und haben ihn in einem Kampf besiegt. Er ist geflüchtet, da gab es auch keine Sequenz dazu, also ist halb so schlimm. Aber die anderen Senji-Quests, das war richtig ärgerlich. Und Nikoma, der Kampf mit Nikoma, der war richtig spannend, aber was soll ich machen? Ich hab gehört, dass dieses Problem bei vielen Let's Playern passiert ist. Und jetzt ist es auch mir passiert. Ja, und ihr wisst gar nicht, wie ich mich gerade ärgere. Innerlich raste ich gerade sowas hinaus.
Ja. Ach ja, wir haben Vitalgras gesammelt, weil die Dorfbewohnerin schlecht gelaunt war und sie will irgendein Geschenk machen. Oder, nee. Das Geschenk ist für mich. Jedenfalls soll das Vitalgras ihnen dabei helfen, wieder, ja, heiterer zu werden, also fröhlicher. So. Und als Belohnung bekommen wir so eine Geschenktüte. Ahornpaket. Klassenfiebe gebunden. Wir bekommen Klassenerfahrung. So, jetzt gehen wir noch schnell Streuner Zombies erledigen. Als ich die Aufnahme beendet hatte, ich habe ja gar nicht gemerkt, dass der Speicherplatz, ne? Ich habe auch keine Meldung oder so bekommen, ne? Zum Beispiel, dass es das aufgehört hat, aufzunehmen. Gar nicht. Ich habe nur die Aufnahme beendet, weil ich aus Versehen mit der Maustaste das Aufnahmebild verschoben habe. Aus Versehen. Boah, hätte ich das nicht gemacht, also das Aufnahmebild verschoben, dann hätte ich es gar nicht gemerkt und alles wäre am Arsch. Frag mich, ob ich die Quest nochmal machen kann, damit ich das eben schnell machen. Schade, dass es keine Dings gibt, also Quests, die wir schon gemacht haben, nochmal machen können. Mit der Sequenz natürlich. Da würde ich das eben schnell zeigen, aber wie es aussieht, wird das nix. Weihnachtspaket, Dolus Dankbarkeit. Okay. Ich glaube, bevor ich die Aufnahme hier beende, gehe ich mal nach Arcadia, um die Quest zu machen. Schicksalsreisen. Hausreise. Kann man das nicht normal machen? Irgendwie resetten oder so? Hausreise und Kitanas Prüfung. Ich würde es gerne normal machen. Vielleicht auch die Hauptquest. Echt blöd. Was soll ich? Naja, kann man nichts machen, wie es aussieht. Das ist eine Erfahrung des Lebens, ne? Je mehr es schmerzt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man es nochmal macht. Ich muss jetzt mehr aufpassen, dass ich immer genug Speicherplatz habe. Wir haben Nekroma hier bekämpft. Hier ist er aufgetaucht und wir mussten dann noch 12 wilde Zombies erledigen vor dem Kampf mit Nekroma. Der hat halt immer eine Welle von 3 Zombies und ne 4 Zombies immer auf uns gehetzt. Wir sind einmal fast gestorben in dieser Welle. Aber dann haben wir es gepackt und ja. Wir haben Nekroma besiegt. So, ich suche jetzt nach Schraubenzombies. Fünf Schraubenzombies müssen wir erledigen, glaube ich. Oder waren es 8? Ich glaube, das waren 8.
Keine Ahnung, wie wir noch erledigen müssen. Aber ich gehe erstmal mich heilen. Voll den Kopf kann ich nicht mehr gehen. Das würde es fast zum Überlaufen bringen. Ich würde so richtig ausrasten. Ne, würde ich nicht, aber ärgerlicher ist schon. Wie viele müssen wir denn noch erledigen? Ach, wir sind... Nee. Doch, wir sind fertig. Die Schwerter sind doch weg. Ja, dann laufen wir mal zurück. So. Fremder Prinz Rukan. Vielleicht zeige ich nur die Sequenzen, also von irgendwo anders und füge es dann mein Display hier ein. Also nur die Sequenzen, halt nicht die Quests. Ja. Ach ja. Zuerst reden wir mit Sylphie. Ich habe es wahrscheinlich schon gemacht oder gar nicht, ich weiß es nicht. Also die Sequenzen eingefügt. Muss ich mal schauen. So, jetzt konzentriere ich mich mal hier auf die Quest. Ich laufe nur durch die Gegend rum. Oh, da ist schon so viel. So. Toll, bist du verletzt. Jetzt werden die Schraubenzombies sich hüten, uns im Dorf zu nahe zu kommen. Alle sind in Sicherheit. Hier ein Geschenk für dich. Vielen Dank für deine Hilfe. Sei vorsichtig auf deinem weiteren Weg. Auch das noch. Ja. So. Was ist das? Glücksbutton. Ladenschlüssel. Verstärkungsrolle 15. Aufklärungsbericht, hä, was ist denn das? Kann ich ein Geheimquest, der auch enthält detaillierte Informationen über die Lage im Zaniklager. In der rechten unteren Ecke des Dokuments befindet sich ein Auge und ein Siegel. Keine Ahnung, wofür wir das brauchen. Ja, gut, dann. Ende. Und was bekommen wir? Treuepunkte.
Ja gut, jetzt brauchen wir einen Tresorverwalter. Dazu benutzen wir mal den Teleport. Boah, ich weiß gerade gar nicht, wie ich mich gerade so ärgere. Also, ne? Der schöne Kampf gegen die Chroma, der war so schön. Schmuck-Evo-Rolle. Bessere Verstärkungsrolle. Wie es aussieht, können wir hier nichts einlagern. Da müssen wir wohl was verkaufen. Haben wir noch irgendwas? Und viele robuste Barbarengürtel. Das ist ein Kostüm, ne? Ja. Stellarit können wir benutzen. Sonst können wir auch nichts benutzen bzw. einlagern. Ja gut. Dann geht's weiter mit der Hauptquest. Halt hier was. Steuerung 8? Ne, 7. So, dann geht's zum Kane. Der müsste irgendwo hier sein. In der Nähe vom Dorf. Der hat ja ein Ritual vorbereitet, damit ihre Ahnen, also ihre Ahnen, Frieden ruhen können. So ein Reinigungsritual. Die Frage ist, wo ist Kane? Wir haben ihn noch irgendwo gesehen. Und das sieht richtig aus, oder? Yep. Am Wasser. Wer ist das? So. Oh, es gibt so viel zu tun, aber es ist ein freudiger Anlass. Während du zusiehst, wie Kane umherhetzt, stellst du ihn dir plötzlich in Kampfmontur vor, heroisch und imposant. Du denkst über dieses bescheidene, normale Leben nach und fragst dich, ob er wirklich eine Wahl hatte. Ist er tief im Inneren zufrieden damit? Ach ja, da fällt mir noch ein. Wir haben herausgefunden, ja, heute läuft ja alles schief. Hatte ein Kloß im Hals. Ja, wir haben herausgefunden, dass die Bewohner der Sandstein-Eremitage bzw. dessen Ahnen, Vorfahren,
berüchtigte Krieger waren, die sich Wolfslegion genannt haben. Und dass sie sich dann hier zur Ruhe gesetzt haben. Ja. Jake, ich heiße dich willkommen zu unserem göttlichen Reinigungsritual. Die Zeremonie steckt noch in den Vorbereitungen. Es gibt so viel zu tun. Bitte sag uns, was wir helfen können. Also wie wir helfen können. Wenn die Ahnen besänftigt sind, können sie uns... Ja, zu früh geklickt. Genau hörst du mir beim Sammeln der Deko-Federn. Was genau? Was? Ja. Ich glaube, ich mache gleich eine Aufnahmepause, weil, ne, so kann ich ja nicht weiter aufnehmen. So, genau. Hilfst du mir beim Sammeln der Deko-Federn? Antwortet Kane, lachend und zeigt in Richtung der Hochlandhöhe. Du nickst und ihr macht euch auf zu den Hochlandhöhen. Kane bereitet die Feierlichkeiten vor. Zuerst braucht er Deko-Federn. Bezwinge die Bunther und hohle Deko-Federn. 14 Stück. So, die bessere Ausrüstung legen wir auch an. Und ja, ich mache jetzt mal eine kleine Aufnahmepause. Und dann, wenn ich meine innere Ruhe gefunden habe, nehme ich weiter auf. Das mit dem Aufnahmeverlust. Oh, ärgert mich gerade sowas von. Ja. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Auch wenn es nicht viel ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dann.